Hi. You made it. Hello, we made it. How are you? Gefällt es euch? That's nice. Beeindruckend. And we're all boys. Neugierig? Lasst uns reingehen. Reading my mind. All right, come on in. Riesig. So huge. Hübsche Lampen und Fenster. Es hat gut 460 Quadratmeter Wohnfläche und 5 Schlafzimmer. Im Erdgeschoss sind ein Schlafzimmer mit Bad, das Esszimmer, Wohnzimmer und die Küche. Die übrigen 4 Schlafzimmer sind oben. Dann gibt es noch einen Keller. Er ist noch nicht ausgebaut, aber knapp 200 Quadratmeter groß. Das ist viel wert. Und Marc? Mir wird gerade klar, dass hier 5 oder 6 Mal unser Haus reinpasst. Du bekommst hier mehr für dein Geld als im Südwesten. Riesig. Ich will, dass ihr vom fertigen Haus begeistert seid. Das geht nur, wenn ihr ehrlich seid. Ihr sagtet, dass ihr Blau und Orange mögt. Ich dachte, diese Farben passen in den Keller. Das ist ein Blaugrau. Ich habe es schon verwendet und gerade in einem Untergeschoss wie eurem kommen die Farben gut raus. Gefallen sie euch? Es kommt auch eine Bar rein. Die könnten wir im Shaker-Stil gestalten oder mit glatter Oberfläche. Ich mag Shaker. Mögt ihr satiniertes Messing oder lieber Chrom, Schwarz? Ich habe alles da. Schön. Das gefällt mir. Champagnergold. Hübsch. Knöpfe oder Griffe? Die mag ich. Knöpfe an die Schubladen und Griffe an die Schränke. Ein schöner Mix. Die Arbeitsplatte für die Bar sollte interessant sein. Mir gefällt eine breite Maserung. Die oder eine andere? Die. Easy. Der zentrale Raum im Untergeschoss wird in Blaugrau und Eisengrau gestrichen. An eine Wand kommt eine Bar im Shaker-Stil mit champagnergoldenen Beschlägen und einer breit gemaserten Arbeitsplatte. Noch Fragen? Änderungen? Schön so. Sicher? Keine SMS um Mitternacht. Doch. Was wir noch wollten. Okay, all right, fair enough. Bis zum Einzug von Marc und Mejia in 2 Wochen muss die Glastür zur Veranda fertig sein. Durch die 2 Fenster und die Doppeltür fällt viel Licht rein. Ist es okay, dass das Waschbecken in der Mitte steht? Perfekt. Der Abfluss ist ja schon da. Jetzt muss nur noch die Farbe trocknen. Okay. In den letzten Wochen haben wir einiges geschafft. Die Bar steht, der Kamin ist fertig und Mike hat das Hochbett im Spielzimmer gebaut. Hey! Toll! Wird langsam. Yeah, babe. That's a big first. Großer Fortschritt. It's all right, it's fun. It's like, Komm runter. Ich arbeite noch daran. Das sieht echt gut aus. Die Spaßtreppe. Zum Hochklettern. Ist es trocken? Kann ich anfangen? Ja. Beginn mit dem Bücherregal. Das wurde als erstes gestrichen. Nimmst du die Farbe? Es gibt noch ein helleres Grau, aber diese ist neutraler und besser kombinierbar. Sie können alles reinstellen und das passt immer. Mir ist wichtig, dass sich die Familie dort wirklich zu Hause fühlt. Und da sie von der Bay Area kommen, hatte ich die Idee, das Spielzimmer The Bay zu nennen. I like that. So that they still feel like. So haben sie hier ein Stück Heimat. Is that good? Mm-hmm. That's good. See? You ready? Yeah, come on. Hello. Hello there. Hello, hello, hello. Hello there. All right, all right. Did y'all gleich angezogen? Sie sprechen sich ab. What's up, man?
Hi. How are you? I'm awesome. Are y'all ready to play? Bereit für euer neues Haus? Ich bin so gespannt. Kann's kaum erwarten. I do. I do. I can't wait. Well, yes. We are excited to show you. Wir freuen uns schon darauf. So come on. Dann los. Come on. All right, all right. It's happening. This is amazing. Okay, guys. Das neue Untergeschoss. Was ist passiert? What? Oh my gosh! Wow! I don't know. Wo soll ich hinsehen? Y'all did it! Oh my god! Y'all did it! Oh my gosh! This is amazing! Well done. Wow! Stauraum kann man nie genug haben. Never had too much storage. Look at this. That's exactly. Das sage ich auch immer. Ein Drink? Yes. He was actually just. Er meinte erst gestern, dass er gerne etwas für Drinks und Wein hätte. Drinks and wine and things like that. Das dachten wir uns. Diese Energie hat sich auf uns übertragen. Der Entertainment-Bereich. Wow. Oh my goodness. Der Kamin. Eine Leinwand. Die hat eine Geschichte. Meine Frau brauchte den Raum, der mein Heimkino werden sollte. Dafür war die Leinwand gedacht. Aber wann ich eins baue, weiß ich nicht. Deshalb bekommt ihr sie. Wir sind noch nicht fertig. Ihr wolltet einen Raum, in dem die ganze Familie spielen, sich versammeln und abhängen kann. Wir nennen ihn The Bay. The Bay! Bay Area! Wow! Oh my gosh! Look at this! Es ist wirklich The Bay. The Bay! Look at it! That's amazing! The Bay! Wow! All arcade? Yeah. Ein Klassiker. All the classics on it. Look. Mike, das hat Mike gebaut. Ein Hochbett? It's an actual bed. It's wow. A twin bed. Wir dachten, wenn eure Kinder wie unsere sind, dann hängen sie ständig an den Geräten. Besonders hier drin. So können sie entspannen und sie am Bett aufladen. Das ist nicht für die Kinder, sondern für Mark. Das wird mein Reich. Wir wollten etwas für die ganze Familie entwerfen, nicht nur für die Kinder. Wo ihr Älteren euch auch amüsieren könnt. I can have fun in here as well. Absolutely. Mm-hmm. This is beautiful.